Herzlich willkommen heute zum Prinzip des Deckels. Mein Name ist Daniel Schäfer, ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung. Und wir begleiten Unternehmer und Gründer, aber auch Führungskräfte bei ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Was hat es nun mit diesem Thema Prinzip des Deckels auf sich? Was ist der Vorteil für dich? Nun, die meisten Führungskräfte, die meisten Unternehmer achten darauf, sich persönlich weiterzuentwickeln. Sie entdecken für sich relativ schnell, dass ihre persönliche Leistungsfähigkeit, Zeitmanagement, Selbstmanagement, Motivationsmanagement und so weiter, Projektmanagement, dass das skalierbar ist, dass man sich dort weiterentwickeln kann. Sagen wir mal, auf einer Entwicklungsskala von 0 bis 100 geht jeder individuell im Coaching oder Training oder Ausbildung weiter voran. Und die gute Nachricht ist, dass es da eine ganze Menge Luft nach oben gibt. Wenn du also beispielsweise nach einer Ist-Analyse feststellst, du hast 20% möglicher Ressourcen erst aktiviert und arbeitest mit Coaching dran, kannst du eine ganze Menge dort mehr Leistungsfähigkeit als Output haben. Nur irgendwann bist du limitiert, irgendwann bist du begrenzt. Du hast 168 Stunden in der Woche und wenn du Schlaf abziehst, dann hast du vielleicht noch 50, 60, 70, 80 Stunden, die du arbeiten kannst. Und davon wiederum kannst du durchschnittlich so 60% fakturieren, abrechenbar gestalten. Und dann ist Ende der Zeit. Also sehr viel mehr geht dann kaum noch. Und dann gibt es die zweite Dimension, mit der du deinen Output, mit der du deine Leistung, deine Produktionsfähigkeit erhöhen kannst. Und das geht über die soziale oder Führungskompetenz. Was bedeutet das für deinen wirtschaftlichen oder unternehmerischen Erfolg? Wenn du beispielsweise deine Führungskompetenz nur auf 10 hältst, also die Entwicklung nicht weiter treibst, dann wirst du nicht sehr viel mehr erreichen, als was du alleine erreichst. Dann wirst du Zeit verlieren in Einarbeitungen, ständig wechseln die Mitarbeiter, du hast ständig neue Azubis und kein wirkliches Team, was wächst, wo du dich duplizierst, replizierst. Und das lohnt sich hier alleine zu investieren in den Ausbau deiner sozialen Kompetenzen, der Soft Skills, die Führungskompetenzen. Denn wenn du die beispielsweise verdoppelst, dann wirst du in dem Fall auch deine Gesamtleistungsfähigkeit deines Teams, deines Unternehmens auch verdoppeln. Und so lohnt es sich, selbst wenn du vielleicht nur bei der Selbstentwicklung bei 70% bist, kannst du alleine, wenn du das verdoppelst, deine Führungsfähigkeit verdoppelst, dein Gesamtergebnis um ein Vielfaches erhöhen. Und was ist nun das Ziel? Klar, auf der einen Seite persönlich kompetent zu werden, auf der anderen Seite aber auch die soziale Kompetenz zu entwickeln, um hier das Maximum oder Optimum zu erreichen. Nun, wie schaut es aber aus? In den meisten Unternehmen, in den meisten Führungsorganisationen, die Führungskraft, die vorgesetzt einem Team die Leitung innehat, hat zum Beispiel ein schlechtes Zeitmanagement. Was ist das Ergebnis, wenn die Führungskraft keinen richtig guten Terminkalender führt? Nun, das gesamte Team führt meistens auch keinen Termin und kein gutes Zeitmanagement. Wenn beispielsweise die Führungskraft nicht richtig zuhört, wenn die Führungskraft sich nicht Ziele setzt, wenn die Führungskraft beispielsweise andere unterbricht, Unarten hat in der Kommunikation, in der Organisation, dann deckelt diese Person die gesamte Teamleistung ab. Und hier schließt sich der Kreis zum Prinzip des Deckels. Du bist der Deckel der Leistungsfähigkeit deines Teams, wofür du verantwortlich bist. Du bist der Deckel natürlich auch für deine eigene persönliche Weiterentwicklung. Und du hast es selbst in der Hand, du hast selbst die Wahl zu gucken, wie du deinen Deckel, den du hast, systematisch weiter nach oben schiebst, bis du das Maximum, Optimum an Führungsfähigkeit erreicht hast und zweitens wieder auch deine eigene Persönlichkeitskompetenz, deine Selbstführungskompetenz, die Selbstführungs- und Organisationskompetenz erreicht hast. Also, wenn du deinen Entwicklungsplan 2017 machst, dann trainiere, lass dich coachen, lese und bilde dich weiter aus, aber achte auch, dass du deine Sozialkompetenz in den Kompetenzentwicklungsplan mit aufnimmst, dass du einen Coach dir auch suchst, der dich am Arbeitsplatz vielleicht mal begleitet in der Supervision, dass du Feedback bekommst von den Mitarbeitern, 360-Grad-Feedback, dass du diese Punkte aufnimmst, um dich selbst zu einer besseren Führungsfähigkeit auszubilden. Ich wünsche dir viel Erfolg mit diesem Teil und wünsche dir auch viel Erfolg, deinen Deckel so weit wie möglich nach oben zu schieben. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein.
Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.